Faustig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändlerwörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ja, Leute, und hier heiße ich euch willkommen zu einem, ja, kleineren Let's Play. Day of the Tentakel. Schon im Intro gesehen. Und ja, wer hat's früher nicht mal gespielt in seiner Kindheit? Jo. Schon verdammt lange her und ja, ich werde mich auch mal dran versuchen. Ja, ich
kenne natürlich noch einige Sachen hier. Ja. Und denn da? Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Tja. Einer, der nichts weiß, ist auch gut. Was macht denn da? Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Pfefferminz, Kaugummi oder Bonbon oder irgend sowas. Wie ist denn das da oben hingekommen? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ja, ja. So, gucken wir mal da rein, ob da die Tentakel drin sind. Das sieht nicht so aus. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Jo. Na? Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Klar, eine Überwachungskamera, ne, ist ja klar. Was ist man denn da? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Nicht? Das war der Tisch. Das Sparbuch. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Ja, ist aber echt gut. Oh, was in der Schublade ist? Tippex. Können wir zumachen. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Star Wars. Na, hier ist sonst nichts. Und hier ist, glaube ich, auch ein Groschen. Ja, hoch dürfen wir ja auch nicht, da ist... Wie heißt der? Hoogie? Irgendwie so. Habe jetzt vergessen. Nicht benutzen, öffnen. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Ja, das ist schon fast zu einfach. Oh. Das auch. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? No. Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Ha! Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Und tschüss. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Ob morgen... So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann.
Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Sterbt! Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Nein. Oh, oh. Oh shit, jetzt geht's abwärts. Ja, ganz cool. Und wer ist aber nicht bei gestern? Und das sieht auch etwas anders aus. Und der ist bei heute. Ah, da ist er ja. Uah. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun... Er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Na, klasse. Dann haben wir jetzt schon die ersten Aufgaben. Diamant finden oder irgendwie besorgen und die Welt retten. Ach ja, und dann noch die Pläne da finden. Ja. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Tja, die könnten oben sein. Na. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Naja, wir haben es versucht. Ich habe die Pläne. Schnell! Ist grad hochgegangen? Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred! Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Der ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen.
Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Ja, aber wir werden jetzt nicht mit Hoagie als Erlösung. So, sobald Hoagie die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Die Schrift ist ein wenig scheiße, aber wenigstens könnt ihr das lesen, wenn ihr nicht zuhören könnt. Aber dann hört er mich ja auch gar nicht, ne? Also war es egal, was ich jetzt gesagt habe. So, wir werden erstmal mit Bernhard hier rumgucken. Und ja, wir sind schon über 15 Minuten und ja, wir machen etwas länger, weil, ja, einfach so. So, wir gehen erstmal da rein. Ah, da hinten ist noch eine Tür. So, was haben wir denn hier? Wir sammeln einfach mal alles ein, was wir so mitnehmen können, weil das ist eh das A und O. Egal, ob es jetzt gerade Sinn macht oder nicht, wir nehmen alles mit. Na, die Kaffeemaschine kann man die benutzen. Das schwimmt schon weg. Das schwimmt schon weg, okay. Naja. Ich weiß ja noch ungefähr, was man machen muss. Ich hoffe, ich habe mir auch alles gemerkt irgendwie, ne? Und dass mich hier so übel hängen. Jo. Ein Trockner? Trockner? Na egal. Nein, nicht zu warm. Kühe umgeworfen. Polizei erstaunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Ein Gitter. Ist aber nichts drin. Noch nicht. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress! Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern! Ach ja! Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Oder, nee, Amnech? Irgendwie, keine Ahnung. Ameche, ne? Nette Zigarre, wo sind denn nun alle? Nette Zigarren. Nette Zigarren? Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Möchtest du eine Zigarre? Munitionsfabriken? Klar. Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Oh Gott. Wie witzig. Du wolltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Sehr komisch. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Absolut klasse. Gib mir die Knarre her. Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät! Präzisionsgerät? Das ist ein Feuerzeug, du Hirn. Da komm ich von hier nicht dran. Daneben. Halt still, wirst du wohl? Ich krieg's nicht. Kommst du jetzt her? Halt still, wirst du wohl? Schlüpfrig. Na? Jetzt bleibst du hier? Oh nein, du sollst nicht rausgehen. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst.
Ja, ja. Die Zähne. Ich krieg's nicht. Komm schon, ich tu dir nicht weh. Ach, scheiße. Nein, es geht zurück. Jetzt rennen wir hier hinter einem Gebiss her. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Halt still, wirst du wohl? Weil das Gebiss brauchen wir später noch. Halt still, wirst du wohl? Schlüpfriger kleiner Teufel. Haha, jetzt ist er reingefallen. Super. Deswegen haben wir das Gitter aufgemacht. Können wir das jetzt wieder zumachen? Zack. Brauchen wir ihn nochmal. Wann kommen wir da hoch? Ja, da kann man auch hoch. Benutzen. Kurbel. Nimm. Kurbel. Kann man durchs Fenster gehen? Geschlossen. Geschlossen. Oh Gott. Nicht viel zu sehen. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und tschüss. So Leute, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen von Day of the Tentacle. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part mit Bernhard und Hoagie. Bis dann, ciao.